will eigentlich nur gerade was erzählen. Und zwar habe ich nochmal geübt mit jemandem und wir haben diese Anhaftungen nochmal abgelöst. Und es ging ums innere Kind. Und es war richtig heftig mit wirklich so Stacheldraht im Herz und das Rausfummeln und so weiter und so fort. Und ich habe bis jetzt, es war vor 2 Tagen, immer noch, als wäre es so leer. Also wirklich, als fuhr richtig schwer und leer, als ob das Herz wieder so wachsen müsste. Dann war der Tipp, ich soll so innere Kind-Meditationen hören. Das habe ich jetzt auch ein paar Tage gemacht, es wird auch besser. Und jetzt habe ich das gerade nochmal mit diesen Fingern versucht, nochmal zu heilen. Aber ich merkte, jetzt kommt das, die Heilung erst in ein paar Stunden oder soll ich es einfach für mich nochmal machen, die Übungen? Es hieß jetzt abends, soll ich es machen? Okay, schließ doch mal deine Augen, wenn du möchtest, okay? Wir machen es doch direkt, wir haben hier nur ein bisschen Zeit. Schließ doch mal deine Augen. Wenn du jetzt so in deinen Körper reinfühlst, wo würdest du sagen, dass du dein inneres Kind spürst? Also ich zum Beispiel spüre es so ein klein bisschen über meinem Herzen. Ich spüre es im Hals richtig, ja. Im Hals, okay. Wie so ein Frosch. Okay, ist in Ordnung. Egal wo es ist, ist total in Ordnung. Lass dich einfach mal auf das Gefühl drauf ein. Und jetzt frag doch mal dieses innere Kind, das symbolisch bei dir im Hals steckt. Frag doch mal, was brauchst du gerade, um glücklich zu sein? Da kommt eigentlich so Bestätigung von mir selber, so Halt von mir selber. Aber die Okay. kann ich, das kann ich mir gerade gar nicht so selber geben, als eben gerade noch so am Heilen ist. Okay, brauchst du auch gar nicht. Ist also, das Kind braucht Bestätigung von dir selbst, Liebe von dir selbst. Okay, dann sag du doch jetzt mal zu dem Kind, du verdienst es und ich gebe es dir gerne, aber ich bin auch noch nicht hundertprozentig entwickelt oder da, wo ich gerne wäre. Ich werde das Beste versuchen, was ich kann. Ist es gut genug für dich im Moment? Ja, weil es ist eine Tatsache aktuell, ja. Frag mal das kleine Kind, ist es in Ordnung für dich, wenn wir gemeinsam zusammenwachsen? Ja, da kommt so ein Lächeln auch, ja, auf jeden Okay. Fall. Okay. Frag mal das kleine Kind, was es jetzt noch braucht. Geduld. Geduld, Kommt bei okay. mir, ja. Geduld braucht es dann, ja. Frag mal das kleine Kind, wofür es noch Anerkennung braucht. Da schüttelt es irgendwie gerade mit dem Kopf. Also Fühlt es sich denn geliebt von dir? ja, aber nur so 3/4. Okay. Da fehlt noch ein bisschen was, ja. Okay, dann lass doch einfach mal Liebe von deinem Herzen dahin fließen. Erlaub dem Kind mal, dass es richtig durchatmet. Und dass es auch gehört werden darf. Es darf auch mal schreien, wenn es schreien möchte. Und lachen, laut lachen. Oder singen. Das innere Kind sagt immer, es hat noch so ein paar Ängste, dass wenn es nie geheilt wird, ich auch nie irgendwie oder dass die große Isabella quasi nie einen richtigen Partner finden kann, weil es erst das Kind geheilt werden muss. Und da kommt immer noch so Angst nicht, aber so ein bisschen, was wird, wenn Okay. es nicht wird? Frag doch mal, ob das innere Kind Freunde hat, mit denen es spielen darf. Jetzt frag gerade, woher sollen die kommen, oder? Ja. Okay. Fühlt es sich denn würdig, dass andere mit dem Kind spielen würden? Ja, aber ist schüchtern. Okay. Wie wäre es denn, wenn du als Große dir jeden Tag 10 Minuten Zeit nimmst, um etwas zu spielen, damit es dein inneres Kind spürt? Okay.
Und frag doch mal das Kind, ob es was Bestimmtes hat, was es braucht als Spielen. Malen oder singen oder Seilhüpfen. Ich höre eigentlich schon so voll oft zum Einschlafen so Hörspiele. Das mache ich aber auch schon immer. Okay, dann machst du es aber jetzt ganz bewusst Bewusst, mit ja. deinem inneren Kind. Okay. Und du kannst auch gerne ein etwas dazu nehmen, zum Beispiel ein Teddybär oder ein Stofftier oder eine Okay. Puppe. Und dann sagst du, okay, ich nehme mir jetzt ganz bewusst Zeit, mit mir selbst Zeit zu verbringen, damit ich mir darüber bewusst werden kann, dass auch andere gerne mit mir Zeit verbringen möchten. Ich Okay. bin es wert, dass man mit mir Zeit verbringt. Ja, Ich seid habe ihr gut, ja. viel anzubieten. Ich habe ein liebes Herz. Ich lache gerne. Ich helfe anderen Menschen, damit sie auch ihr eigenes Licht sehen können. Ich spiele ganz fair. Und wie fühlt sich dein inneres Kind jetzt? Besser. Okay. Schön. Hat's dich lieb? Ja. Hast du sie lieb? Ja, auf jeden Fall. Okay, schön. Jetzt schaust du dir das Video noch jeden Tag einmal an für die Ja, nächste okay. Woche. Einfach nur diesen Abschnitt Ja. und damit du dich daran gewöhnst, wie du eine Unterhaltung mit deinem inneren Kind haben kannst. Okay. Und das Kind darf gerne was anderes sagen. Ich habe für mich selbst gemerkt, der Knackpunkt des Friedens oder der Heilung kam für mich, wo ich auf einmal gemerkt habe, oh, ich muss auch nicht alles wissen. Wo ich Ja. meinem inneren Kind gesagt habe, ich weiß auch nicht, wie ich das dir damit helfen kann, weil meine Mutter oder mein Vater haben mir diese Geschenke nicht mit auf den Weg Ja. gegeben. Ich muss auch das alles für mich selbst herausfinden, wie ich das mit dir ausarbeiten kann. Und in dem Moment war das Problem weg. Okay. In dem Moment, wo ich das erkannt habe, dass ich auch nicht alle Fragen beantworten kann oder alles für mich selbst heilen kann, und es zugeben konnte, war dieser innere Schmerz befriedigt. Okay. Ja? Also ich glaube, für dich ist, dass du dich manchmal zu sehr unter Druck setzt, dass du jetzt alles reparieren musst. Ja. Und dann bist du so energetisch, zappelig, Ja. unnervös. Ja. Anstelle, dass du auch mal sagen kannst, okay, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich vertraue darauf, dass es sich finden wird. Und dann spürst du sofort, wie diese Ruhe einkehrt. Okay. Ja? Schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Sehr schön. Immer schön, wenn man so eine Gelegenheit hat, sowas auszuprobieren, weißt du? Ach, wie süß. Danke für das Herz.